An der elektronischen Musik oder experimentellen Musik liebe ich es, dass einfach die Welten sind offen. Es gibt keine Grenzen. Es gibt Klangwelten, Sphären, die einfach noch nicht so da waren. Und das zu erforschen, ist unglaublich spannend. Ich bin Pianist, ich bin Musiker, ich komponiere auch mit experimenteller Musik, elektronischer Musik. Und dann mache ich auch Kunst in der visuellen Kunst, also mit Video, weil bei mir ist das unglaublich nah zusammen, mit, ein bisschen synästhetisch. Und ich höre eigentlich Bilder und ich sehe Musik. Die Musik selber ist experimentell und darum ist meistens das Komponieren auch sehr experimentell. Also man findet neue Wege, wie man mit Materialien umgeht. Man lässt sich inspirieren und man nimmt was und geht von dort weiter und hat eine Idee und findet dann eigentlich den Weg für jede eigene Komposition. Mein Vater hat Klavier gespielt als Amateur, also Hobby. Und als ich im Bett war und ziemlich klein war, also 2, 3 Jahre alt, hat er oft Kinderszenen von Schumann gespielt. Und ich habe das gehört und wir hatten ja ein Klavier zu Hause und irgendwie begleitete mich das über Monate, über wahrscheinlich Jahre hinweg, eigentlich in meinen Schlaf. Und das war unglaublich schön und dann war es total natürlich, dass ich auch Klavier gespielt habe. Im Klavierspielen ist es so ein Üben, ein Einswerden mit dem Instrument, das eigentlich unglaublich ist, dass die ganzen Schwingungen, das akustische Instrument mit sich trägt, das überträgt sich auf die Emotionen und auf irgendeine Welt, eine Wahrnehmung. Und das ist schon unglaublich speziell beim akustischen Instrument. In der Kunst ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich mit Normen beschäftigt und das mache ich seit ziemlich langer Zeit. Es gibt unglaublich viele Normen, die einfach da sind, im Konzert, aber auch in unserer Gesellschaft. Und diese Dinge möchte ich eigentlich mit dem, was ich mache, hinterfragen. Und sei das in Kompositionen, man hat Standards, sei das manchmal auch mit Kleidern, man hat Standards, wie man in einem Konzert sich kleidet. Oder auch das Applaudieren und all das sind alles Normen. Und mit dem versuche ich eigentlich zu spielen und das manchmal zu hinterfragen.